Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meinem neuen Video, das ich in Zusammenarbeit mit euch quasi drehe. Ich habe euch nämlich bei Instagram gefragt, ob ihr Vorschläge habt für ein Zeige mir ein Buch das Video, und genau das machen wir auch heute. Ich habe mir 10 Aufgaben rausgesucht, einige wurden ja auch doppelt genannt. Ich habe mir zumindest jetzt mal die 10 ausgesucht, die ich am interessantesten fand und würde sagen, ich habe mein Handy griffbereit, ich habe auch meinen Blog hier unten liegen für die Fragen, die mir per Privatnachricht geschickt wurden. Und wir starten direkt mit der ersten Aufgabe, die da lautet: Zeige mir ein Buch, in dem du gerne selbst mitgespielt hättest. Und da möchte ich euch die History of Us-Reihe sehr, sehr gern ans Herz legen. Der dritte Band ist gerade auch erst erschienen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber er ist auch die Woche erst hier bei mir eingezogen. Ja. Warum habe ich das Buch ausgewählt? Warum möchte ich hier in dem Buch mitspielen? Es geht um ein Mittelalterfest und es geht um das Thema Cosplay. Einen Tag in ein Kostüm, in eine andere Rolle, in eine andere Person zu schlüpfen, finde ich halt mega, mega witzig. Und ja, das ganze Setting in den Büchern ist einfach wunderschön. Es ist halt eine kleine Stadt, in der jeder jeden kennt, und das finde ich halt einfach total cool. Und wenn ich mir ein Buch aussuchen müsste, wäre es auf jeden Fall das hier, in dem ich mitspielen wollte. Die nächste Aufgabe lautet: Zeige mir ein Buch, das du wegen Bookstagram gekauft hast. Ja, da das Ganze den Rahmen sprengen würde, weil ich super viele Bücher nur wegen Bookstagram gekauft habe, habe ich mich für eins entschieden, bei dem ich euch gleich 2 Argumente liefern kann, warum das zu der Aussage passt. Und zwar Shadowborn von Melanie Lane. Ja, warum habe ich es ausgewählt? Erstens mal habe ich Melanie Lane vor Bookstagram gar nicht gekannt und bin erst durch meinen Account auf sie aufmerksam geworden. Und zum Zweiten hätte ich vor Bookstagram niemals darauf geachtet, dass ich mir ein Buch mit Buchschnitt kaufe. Ich hätte einfach gedacht, oh, das Buch gefällt mir, ich kaufe es. Ja. Jetzt bin ich halt angefixt mit Buchschnitten. Das hier ist tatsächlich auch einer der schönsten, die ich im Regal stehen habe. Ja, deshalb habe ich bei dieser Aufgabe zu diesem Buch gegriffen. Die nächsten beiden Fragen kommen von einer und derselben Person. Einmal ein Buch, das du als Verfilmung gefeiert hast, und ein Buch, das dich immer wieder zum Weinen bringt. Ich hätte gerne, ich muss gucken, wo sie liegt, ich hätte gerne bei beiden Aufgaben das gleiche Buch hochgehalten, und zwar Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr. Hab das jetzt aber für die Frage, bei welchem Buch ich immer weinen muss, genommen. Einfach, weil das ein Buch ist, bei dem einfach grundsätzlich kein Auge trocken bleiben kann. Ich denke, zu ein ganzes halbes Jahr muss ich nicht viel erzählen. Es ist eine traurige Geschichte. Man leidet mit, und ja. Habe ich euch, glaube ich, in meinem letzten Video auch schon erzählt, dass ich hier bei dem Buch grundsätzlich immer heulen muss. Bei der Aufgabe, ein Buch zu zeigen, dessen Verfilmung ich gefeiert habe, hätte ich euch natürlich jetzt auch Harry Potter in die Kamera halten können, aber ich wollte so ein bisschen abseits vom Mainstream euch Bücher ans Herz legen, die mir halt einfach sehr gut gefallen haben als Film oder als Serie. In meinem Fall habe ich ein Buch ausgewählt, das zu einer Serie gemacht wurde, und das war dieses hier. Die Schwert der Wahrheit-Reihe von Terry Goodkind, das ist die neue Version. Das hier sind die alten Bücher, man sieht es auch an der Farbe. Die stehen schon einige Jahre hier bei mir, bestimmt schon 10. Es gibt 11 Bücher zur Reihe. Die Serie nannte sich Legend of the Seeker. Aber eigentlich hat auch jeder Schwert der Wahrheit dazu gesagt. Ich habe die Serie geliebt. Ich glaube, es gab 2 Staffeln nur, dann wurde sie abgesetzt, aber die 11 Bücher sind in der Form vorhanden, in der Form bin ich noch am Sammeln. Die nächste Aufgabe lautet: Zeige ein Buch, das du kacke fandest. Über den Ausdruck musste ich auch sehr lachen. Und trotzdem steht es noch in deinem Regal. Ja, da habe ich mich ganz aktuell, aus ganz aktuellem Anlass, für Find Me in Green Valley entschieden, weil ich die Protagonistin abgrundtief kacke fand. Und wie ihr wisst, habe ich die ganze Green Valley-Reihe geliebt, die ersten 5 Bände. Das hier ist halt so eine kleine Kurzgeschichte, die noch hinterhergeschoben wurde. Aber ich denke manchmal, ja, manchmal sollte man es einfach bei dem Grundding belassen und nicht noch versuchen, sich irgendwas aus dem Arsch zu ziehen. Sorry für meine Wortwahl, aber
die Protagonistin und ich, das wird niemals eine Freundschaft werden. Und das konnte dann auch nicht mal Grayson und meine liebste Izzy retten, die kurz einen Gastauftritt hatte. Aber weil die vorige Reihe schon hier steht und ich das Buch optisch trotzdem sehr, sehr schön finde, wird es im Regal bei den anderen Büchern stehen bleiben. Die nächsten beiden Aufgaben wurden auch wieder von der gleichen Person geschickt. Das eine ist ein Buch, das du jedem empfehlen kannst, und das andere ist ein absolutes Herzensbuch. Ja, da könnte ich nämlich jetzt auch wieder bei beiden Fragen das gleiche Buch hochhalten. Also habe ich mich dafür entschieden, dass ich eins nehme, das ich wirklich jedem ans Herz lege und ich glaube, jeder schon genervt ist, dass ich es immer wieder erwähne. Und ein anderes, das mich damals aus einer riesigen Leseflaute gerissen hat, es zwar auch ein bisschen Mainstream ist, aber es trotzdem sowohl ein Herzbuch von mir ist, als auch ein Buch, das ich jedem empfehlen würde. Ja, einmal spreche ich von Schattentanz aus dem KISS Verlag. Damit nerve ich tatsächlich jeden auf Bookstagram, wenn irgendwo eine Fragerunde ist. Welches Buch muss man gelesen haben? Welches Buch könnt ihr mir empfehlen? Da könnt ihr zu 200% sicher sein, dass aus der Ecke irgendwo meine Stimme kommt, die Schattentanz ruft. Ja, ich habe die Reihe so geliebt, ich habe die Protagonistin so geliebt und ich finde, das ist ein total underrated Book, das jeder irgendwo nochmal auf dem Schirm haben sollte. Ja, und ein weiteres Buch, das ich euch oder eben empfehlen kann und das auch gleichzeitig ein Herzbuch von mir ist, ist ein bisschen Mainstream, aber sie ist die City of Bones bzw. die Chroniken der Unterwelt-Reihe von Cassandra Clare. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Schattenjäger so, so sehr liebe und ich denke, jeder, der gerne Fantasy liest, sollte sich einmal diese Reihe zu Gemüte führen. Ich meine, das ganze Schattenjäger-Universum umfasst mittlerweile 83 Bücher und Reihen und hast du nicht gesehen, aber das hier ist so die bekannteste und ja, ich finde, die sollte man als Fantasy-Fan definitiv einmal im Leben gelesen haben. Die nächste Aufgabe lautet, zeige ein Buch, das jemand, den du persönlich kennst, geschrieben hat. Ich habe mich hier natürlich für Love with Bride entschieden von meiner Lieblings-Lea. Lea und ich kennen uns schon seit, lass mich lügen, Ewigkeiten. Wir haben uns, Achtung, Lacher folgt, auf einem Tribute von Panem Fan-Event kennengelernt. Das war ein sehr, sehr lustiges Wochenende. Und seitdem treffen wir uns jedes Jahr auf der Magic Con wieder. Und es ist einfach immer super schön, weil Lea einfach auch immer so viel gute Laune verbreitet. Ich habe sie furchtbar gern. Das Buch habe ich natürlich auch sehr gemocht. Nicht nur die Autorin. Es ist einfach ein Buch, das zwar im New Adult-Bereich angesiedelt ist, aber halt auch schwere Themen oder Tabuthemen anspricht, über die man so in der Regel nicht in der Öffentlichkeit spricht, wie Selbstfindung und Selbstzweifel und Selbstliebe irgendwo auch. Und ich finde, in der heutigen Zeit, wo alle nach außen hin immer Friede, Freude, Eierkuchen machen, ist es super wichtig, so was auch mal anzusprechen. Die nächste Aufgabe betrifft mich und mein zweites alter Ego quasi. Ich bin ja nicht nur Bookstagrammerin, Booktuberin und ja, Bloggerin, sondern auch Autorin. Und deshalb wurde ich gefragt, zeige ein Buch, das du selbst geschrieben hast. Da die anderen noch nicht veröffentlicht sind, kann ich euch aktuell natürlich Love Me Girl in die Kamera halten. Ja, da ist das einzige Buch, das ich bisher auf den Markt gebracht habe, kann ich euch auch nur dieses Buch zeigen. Ich hätte euch gar kein anderes zeigen können, außer ich halte euch meinen Laptop in die Kamera und ja. Aber seid gespannt, der zweite Teil wird noch in diesem Frühjahr erscheinen. Da werde ich auch noch ein extra Video zu machen. Der zweite Band wird Love Me Boy heißen und dreht sich um Gabby und ihre Geschichte. Wer Gabby noch nicht kennt, sollte das dringend nachholen, indem er Band 1 liest. Genug Schleichwerbung. Jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe. Ja, die letzte Aufgabe kann ich euch eigentlich wieder nicht richtig zeigen, weil sie lautet, zeige ein Buch, das du im Buddyread gelesen hast.
Ja, ich könnte euch jetzt mein halbes Bücherregal hier in die Kamera halten, weil ich quasi dauerhaft mit irgendjemandem einen Buddy-Read am Laufen habe. Mit meiner liebsten Soul-Sister Tatjana habe ich eigentlich wirklich konstant ein Buch, das wir gemeinsam lesen. Ja, aktuell ist es Ophelia Scale 2. Danach kommt Aurora Entflammt. Und danach kommt Ophelia Scale 3. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Wir wollen auch noch die Schattenjäger nochmal von vorne lesen. Also alle. Wir haben bisher erst die Clockwork-Reihe gelesen. Als nächstes kommen nämlich die Chroniken der Unterwelt. Ja, ich muss gerade gucken. Nein, von den anderen Büchern habe ich keins mit ihr gelesen. Aber ja, ich sage mal so, von meinen 400 Büchern habe ich mindestens 100 im Buddy Read gelesen. Ihr Lieben, das waren meine 10 Aufgaben, die ich mir herausgesucht habe, die ich mir herausgepickt habe. Ich habe noch viel, viel, viel mehr bekommen. Werde die natürlich alle speichern für ein zweites Video. Das wird jetzt nicht heute und nicht morgen und nicht übermorgen kommen. Aber ich werde mir die Fragen natürlich aufheben, damit ich euch noch ein zweites Zeig mir ein Buch das Video machen kann. Ja, jetzt gibt es für mich auch sonst nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bei uns scheint die Sonne. Ich bin totally in love. Ich werde heute Mittag ein bisschen spazieren gehen mit meinen 2 Mädels. Und dann würde ich sagen, habt's fein und bis zum nächsten Mal.